The Awesome Adventures of Captain Spirit. Drücke irgendeine Taste. Und damit habe ich eine Taste gedrückt und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Gestern Abend war es endlich soweit. Captain Spirit ist online gegangen. Der kleine Zwischenteil der Life is Strange-Reihe. Ich bin sehr gespannt. Ich stelle mal kurz hier die Helligkeit ein. Ich mache es ein Mühe heller, weil ihr wisst ja, YouTube macht es immer ein bisschen dunkler. Und dann setzen wir mal fort. Willkommen bei Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit. Square Enix möchte dein Spielerlebnis so gut wie möglich an deine Bedürfnisse anpassen und Daten über den Spielinhalt sammeln, um auch weiterhin ein großartiges Spielerlebnis zu garantieren. Du kannst deine Meinung jederzeit ändern oder deine Einstellungen im Square Enix-Menü anpassen. Stimmst du dem Sammeln von Daten bezüglich deines Spielverhaltens zu? Das können wir natürlich gerne tun, da helfe ich doch gerne mit. So, hier sind wir dann auch schon im wunderschönen Menü. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin mega aufgeregt gewesen, schon bei der E3 darauf gewartet, auf Life is Strange. Wurde ja jetzt angekündigt, dass es im September rauskommt, der zweite Teil. Und ich würde sagen, wir labern nicht lange rum. Ich drücke mal auf neues Spiel. Silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare, with the wind in your hair. What is this planet? I don't know. We've never been here before. Maybe we're on the edge of the universe. Hey, cool. Let's see if we can find some aliens. Hey, the ground is moving. The planet's gonna eat us. We have to get back to the ship right now. Then let's get the heck out of here. Oh no, the control panel's not working. We're stuck in the middle of nowhere. Hold on. Let me just give you a hand. No, it's just me, Captain Spirit, who can bend all matter to his will. I did it. I still got the power. Now I just need to make a cool costume for Captain Spirit. Gotta have a cool cape to fly. Good thing I have one. Mask or no mask? Secret identity or not? So, Maske oder keine Maske? Wie kann ich das denn auswählen? Ah, mit der mittleren Maustaste. Maske oder Helm? Wir nehmen mal die Maske, das finde ich cooler.
looks cool so far. Let's see. What about the armor? Leichte Rüstung oder schwere Rüstung? Wir nehmen leichte Rüstung, da lässt sich's doch viel besser fliegen. So cool. Should he be dark or colorful? Dunkel oder farbenfroh? Wir nehmen mal die Farbe. Beware, Mantroid. Watch out. Captain Spirit is ready for battle. The Awesome Adventures of Captain Spirit. Hello, Saturday morning. I can do anything I want today. So. Da sind wir also. I can do a training session with my power. Wäre eine Möglichkeit. Aber zuallererst machen wir mal die Musik ein klitzekleines bisschen leiser. Wie man spielt. Einstellungen. Hier unten haben wir es. Audio. Wir machen mal die Musik noch mühleise. So. Ich denke, das sollte so passen. Da sind wir also. Bewege dich mit WASD. Also bewege Chris mit WASD. Das mache ich auch sofort. Ich muss sagen, die Musik setzt ein und nach den ersten zwei Takten Life is Strange Feeling on Mars. Es ist echt verrückt. Allein das bisschen Musik und diese leichten Kameraschwenks draußen durch den Schnee, es war so schön. Und ich muss jetzt mal sagen, irgendwie erinnert der mich sehr stark an Max. Ist das Zufall? Soll das so sein? Werden wir sie noch sehen? Es hieß ja, dass wir im Universum von Life is Strange oder so bleiben in dem Sinne. Vielleicht, wer weiß. Sind es ja auch schon ein paar Jahre später. Ich schau mal, was wir uns hier so angucken können. Also, wir hätten hier die Zeichnungen, die können wir uns nochmal ansehen. Watch out, Supervillains. Today I make my own superhero costume. Und ich hoffe, es wird so aussehen, wie wir uns das jetzt hier aussuchen konnten, in Anführungszeichen. Das wäre wirklich cool. Dann haben wir hier drüben das, Every superhero team needs a supervillain team. Oh, ist das Chris hier oben? Voll süß. Eine Zeichnung. Dann haben wir hier unten noch die Tasche. So glad I did my English homework already. Miss Stroud's pretty nice. And she likes my stories. Mhm. Geheime Karte. The secret treasure is buried out there in the wild. Now I have to locate the second part of the map. Auf jeden Fall haben wir hier eine kleine Schatzkarte. Okay. Hier haben wir eine Burg, das Monster von Loch Ness und einen schönen Vulkan, ein paar Aliens. Ja, nichts Ungewöhnliches, würde ich sagen. Henry, wer ist denn Henry? Sorry, you're too cute to fight evil. Hä, gar nicht. Gib ihm auch ein Cape. Er wird dir helfen, ich bin mir sicher. Naja. I hope I can draw as good as Mom someday. So gut malen wie Mom. Okay. Ich bin gespannt. Super Mom. Lesen. Chris, da du mein ganz eigener Superheld sein wirst, ist dieses Buch ein guter Anfang. Du kannst alles sein, was ich nicht bin. Ich kann es kaum erwarten, für den Rest meines Lebens zuzusehen, wie du die Welt rettest. Ich liebe dich für immer. Super Mom. Wie süß. Oh, voll schön. Aber ich muss sagen, sein Logo obendrauf, das hat er schon ganz schön perfektioniert, muss ich ja mal sagen. Dann haben wir hier einen Basketball. It'd be cool to shoot like that. Werfen können wie Dad. Oh, bitte lass ihn der Sohn von Max und Warren sein. Das wäre so toll. Breakfast. Okay.
Bin gleich da. Be right there. Charles. Wer ist Charles? Spiel, du hast meine Hoffnung und Träume zerstört. Ich wollte, dass es der Sohn von Max ist. Naja gut, wir werfen mal. Und Warren natürlich. Alle hopp. Oh. Airball. Ja. I should ask Dad to show me again. Oh ja, der war... Naja, später vielleicht. Was haben wir denn hier noch? Wunschliste. Oh, das ist bestimmt interessant. At least the forest warrior protect me from the snow ghost. Das ist supi, kleiner Mann. Das wollte ich aber angucken. This isn't greedy, right, Santa? Plus, Dad will love that I want basketball lessons. Unser Weihnachtswunschzettel. Lieber Weihnachtsmann, ich denke, ich war dieses Jahr lieb. Hier ist meine Liste für Weihnachten. Smiley Herz, Smiley Herz. Hot Rock Adventure Playbox. Playbox-Konsole. Zeichenpapier und Stifte, farbig. 4 ist durchgestrichen und Basketballunterricht. Mit freundlichen Grüßen, Chris. Was ist denn durchgestrichen? Ach, es ist sehr durchgestrichen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Dann haben wir unten noch ein Wikingerbuch. What kind of a Viking would I be? Das einer mit einem Superhelden-Cape. Ralf, der Wikinger. Voll süß. Das ist alles so niedlich hier. Oh. Ich hoffe, es bleibt Dad so niedlich. Dad took away my firecrackers when I blew up the garbage can last year. Oh. I wonder where he hid them. Oh, Papi hat unsere Feuerwerkskörper versteckt, nachdem wir die Mülltonne in die Luft gejagt haben. I mean now. Ein Moment. Give me one second. Ich bin noch nicht fertig mit gucken. Okay, okay. Heistachel können wir uns noch angucken. Waffen ansehen, schnell. Captain Spirit doesn't need weapons. Ja, das stimmt. Captain Spirit ist... just in case. Was haben wir noch? Walkie-talkie, Trophäe, DVDs, Käferhotel, Schrank. Öffnen wir den Schrank. Ah, unser Superhelden-Umhang. Gotta have a super cape. Yeah. And Captain Spirit can wear it. Ach so, okay. Die Sterne drumrum, wie geil das gemacht ist. Voll toll. Adventskalender. Ansehen. Da war gerade oben was eingeblendet. Mm, Chocolate. Thanks, Claire. Wer ist Claire? Oh. Jeez, good job, Chocolate Hog. Mal gucken, haben wir hier irgendwo wieder so ein Spielpunkt, wie man spielt? Dokumentengalerie? Ah ja, hier können wir uns angucken, was wir schon gesammelt haben quasi. Alle Sachen. Okay. Ich hoffe, ich würde gern... Those superheroes should wear those. Oh. But they're so comfy. Und so süß. Ja, wir kommen ja schon. Ich weiß. I know. Wir sind ja schon auf dem Weg, Entschuldigung. Hoffentlich können wir zurück. Ich habe mir noch nicht alles angeguckt. Hi. Sorry. Ist unser Frühstück jetzt verkohlt? Hey, Chris, you better come to breakfast when I holler at you, or else we're gonna have a problem. Oh. But I... Don't. This isn't a hotel, buddy. I got things to do. Was bist du denn für ein Typ? Ich wollte mich halt noch ein bisschen umsehen, meine Güte. Rührei und Toastbrot. Ja, und für Papi gibt's ein Bier. Na, ganz toll. Prost. What'd you expect, a waffle? Wir sind mal nett. Nein, wir sind nicht nett. Der war auch gemein. I just like sunny side up. Like Mom used to make. Yeah. Me too. But that's not gonna happen. I know. You can't keep saying Mom used to do this or that. I know more than anybody, Chris.
I know. Okay? Yeah. Okay. Wir machen mal das. So, Dad, what's the big plan for today? Big game plan. Even though we'll probably lose again. Gotta get rid of that coach. Today, I bet we win. Now, that's the fucking spirit. Sorry. Don't swear, okay? I don't. Superheroes don't swear. Looks like I'm off the team. Nah. You're cool. Like a rebel. Ach, Mann. Hey, is your arm okay? Looks better. Anybody ask you about it or say anything at all? War er das? Ach, Square Enix, ist es euer Ernst? Wir spielen das Spiel jetzt, lass mich nachgucken, 15 Minuten. Und es fängt schon so an. Oh, der Trailer sah so ruhig und entspannt aus und ich nehme das. Oh. Well, it kind of hurts a little. Really? I can give you an ice pack and maybe one of my pills. No pain and no swelling. It makes me sad that that you got hurt. It's not that bad. I'm fine. Okay. Won't bother you anymore. So you must be excited for Christmas. Immer. Oder du auch. Ach Mann, was ist mit der Mutter passiert? Will ich es überhaupt wissen? Der kann jetzt so nett sein, wie er will. Das entschuldigt es keinen Meter. Und Bier zum Frühstück und dann hat er den so... Oh Mann. Du auch? Oh yeah, are you excited too? I don't know. Santa probably put me on his naughty list this year, huh? Nah, Santa says you still get a present. What do you want? Whatever makes you happy, Chris. That's the best gift ever. Oh, since it's Saturday, are we gonna get a Christmas tree? You said we could get a real pine. Yes, I did, and yes, we are. But I just want to watch the game before we go, okay? But you always fall asleep. I won't today. And if I do, just wake me up and we'll go. Promise. Okay. You promise? I do. Now go take advantage of your weekend. Perfect weather outside for you to play. Whatever. You're free. Come grab me later. Na toll. Ach Mann. Ich schätze, wir kriegen keinen Weihnachtsbaum. Okay, what would Captain Spirit do? Ah, jetzt können wir Tab drücken für die Superaufgabenliste. Meine Superaufgabenliste. Jetzt kann ich Captain Spirits Kostüm erstellen. Vielleicht finde ich, was ich brauche, in der Nähe. Captain Spirits Schatz ist hier irgendwo vergraben. Ich muss die beiden Teile der Karte zusammenfügen, um den Weg zu finden. Der Schneebeschwörer will unsere Stadt zerstören, nur ich kann ihn aufhalten. Ich kann meine Zielsicherheit mit diesen gefährlichen Bierdosen trainieren. Ich kann mich dieses Mal nicht vom Wasserfresser besiegen lassen. Was ist das? Ist das der Kühlschrank? Oder was ist das? Ich weiß es nicht. Dann,
Ich könnte Mustard Party 2 spielen, aber dafür muss ich erst Papas Handy entsperren. Die Wurst. Mein Superheldenteam ist stark, doch ich behalte Menotrit und meine Superschurken besser im Auge. Und ich wette, Mantruid versteckt sich noch auf seinem Planeten. Mit meinem kompletten Anzug könnte ich mein Raumschiff benutzen und ihn finden. Oh, wir haben aber hier viel zu tun, muss ich mal feststellen. Hier haben wir das Geschirr. Ansehen. Those dishes definitely need a mega clean. Dann los geht's zum Mega Clean. Oh man, this is cold. I might have to check out the water eater. Okay, wir suchen gleich mal den Wasserfresser auf. Schauen wir mal, was wir noch so machen können. So, das Geschirr haben wir gespült. Was haben wir denn hier? Okay. Postkarte. Postkarte ansehen. I've never seen a beaver around here. Einen Beaver? Beaver Creek. Die verdammt beste Stadt in Amerika. Okay. Dann haben wir den Kühlschrank. Käse-Macaroni. Ansehen. It's early, but I can make Dad some mac and cheese. Oh ja. It's too lazy, and he won't eat anything. Was haben wir hier unten noch? Oh, vomit. Well, wegwerfen. Wir sind mein lieber Sohn. Immerhin sind wir ein Superheld. Auch wenn der Vater es nicht verdient hat, dass wir für den jetzt was machen hier, aber komm. Abfall, was ist denn hier drüben? Score! 2 points. Wie hätte ich das drüben anwählen können? Mist. Ich hätte lieber Supermüll gemacht. Bierdosen. Mikrowelle. Das mit den Mac and Cheese machen wir mal später. Hier können wir nichts machen. Gut, wir können uns ja mal ansehen. Ew. Sticky beer cans. Ja, dann haben wir die Mikrowelle. Maybe I could cook something for Dad. Ja, das machen wir gleich. Gucken uns hier erstmal noch ein bisschen um. Die Zeitung. Boring. Langweilig. The Great Northwest. Lokale Polizei sieht weitere Proteste nach Tod durch Erschießen. Seattle. Kleinere Unruhen und Proteste wuchsen einen Monat nach dem unerklärten Tod eines Mannes aus der Gegend und eines Polizeibeamten weiter an. Die Polizei gab noch keine amtliche Stellungnahme heraus, doch Quellen zufolge wurde der Mann von dem Polizeibeamten erschossen, während die Todesursache des Beamten weiterhin unbekannt ist. Die Polizeibehörde von Seattle wurde von Bürgerrechtsbewegungen beschuldigt, den Vorfall falsch gehandhabt zu haben. Was zu den öffentlichen Protesten und Unruhen führt. Okay. Damn, you're on fire. Okay. Also, hier gibt es ein paar Unruhen. In der Gegend, was haben wir denn hier? Können wir vielleicht irgendwas anderes machen noch? Nee. Lichtschalter einschalten. Ach, besser. Hier ist die Waschmaschine. I could help Dad do the laundry using my mind magic. Oh ja. Ich glaube, wir holen erstmal unser Cape. Ich glaube, wir müssen unser Cape haben, damit wir hier so die Supermagie benutzen können. Handy, Brief. What the fuck is this? Wir holen mal. Okay. Okay. Erstmal das Cape. Das habe ich ja schon gefunden. Im Schrank da. Superumhang. Superumhang. Mit E kannst du Kraft. Ah, mit E. Tragen. I can feel the energy flow through me. I have the power. Captain Spirit. Okay, that's a good start. Captain Now it's Spirit. Time to build the rest of my costume. Ja, aber mit dem Umhang sind wir schon mal super heldiger. Comics. Wir gehen erstmal, wir machen mal ein bisschen ein paar Sachen für den Papa. Können wir Zähne putzen? Das wäre ja mal nötig vielleicht. I wonder when I can start to shave. Das wird noch dauern. Shave? Ja, aber es dauert noch ein bisschen. Interview. Wasserhahn? Oh no.
hate going to the Water Eater's Lair. Okay, wir müssen also mit dem Wasserfresser uns auseinandersetzen. Please, where is the heat? Brrr. I bet the Water Eater is sleeping again. Ja, ich hätte es der Boiler gemeint. Interview? Jetzt bin ich mal gespannt. Der Duschvorhang. Welcome to WHERO. Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero, Captain Spirit. Captain Spirit. Hello, Beaver Creek. Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Mantroid is a bully and a coward. He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains. Do you have any message for them? Wir vergeben ihn. Wir werden sie natürlich vernichten. Wir sind ja hier nicht die Wohlfahrt. Los geht's. My message is that Mantroid will never win. And I will find you. And I will crush you. Yes, that is what this town wants to hear. Ja, wusste ich doch. That's my job. And that's why we love you. Can you tell us who your superheroes are? Meine Eltern oder ich? Ich glaube das. My parents are my biggest heroes. I bet they're happy to hear that. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No. Okay, do you have any final words for your audience? Be nice and always fight for the good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero. No. And now back to WHERO News. Mega, mega gut. Mega, mega gut. Mir fällt gerade auf, aufgrund der Tatsache, dass ich so geflasht war, habe ich nach dem Beendigen des Menüs gerade doch tatsächlich was vergessen. Ich bin wieder da. Es tut mir leid. Wie süß ist das bitte mit dem Interview? Wir benutzen mal den Spiegel, mal gucken, was wir noch machen können. Okay, Cape looks good. It's not enough for a real superhero. Okay, was brauchen wir noch? Brauchen noch die Maske und die Rüstung, schätze ich. Das haben wir ja ausgesucht. Einen Sticker. I can't believe Dad let me put these stickers here. Maybe he likes them too. Das glaube ich aber auch. Comic! I never get tired of Hot Dog Man. Hot Dog never. Man. Hot Dog Man. Okay, das ist creepy. Der heldenhafte Hot Dog Man. Allein und vergessen. Ist das das Ende von Hot Dog Man? Ich glaube nicht. Nächste Seite. Man, I love this issue. No. Wish I could draw like this. Ach, bestimmt. Übung macht den Meister. Ach, es ist eine... Ah, es ist Senf. Oh. Oh no, not him. I'm gonna crush you like peanuts. Okay, jetzt ist es schon wirklich, wirklich süß. Ach was, können nicht nochmal zurück. Warte, du bist also auch Senf. Ich mag Senf. Ich werde dich alle machen. Wie niedlich. Das ist echt süß gemacht. Ein U-Boot. No diving today, Nemo. Oh, Nemo. So. Damn, you're on fire. Oh, was haben wir hier? Schminke. Ooh, now I can use that makeup from Halloween. Ja, okay. E. No one will guess my secret identity now. Nein, nein, das definitiv nicht. Okay, das ist. One more piece and I'm almost done. Das ist so cool. Papas Zimmer. Nee, da gehen wir jetzt mal nicht rein. Wir machen jetzt erstmal hier noch unseren Rundgang fertig. Das Telefon klingelt. Hey, can you get that? Ja, wenn du mir sagst, wo es ist. Da, ach, da oben. Telefon. Rangehen. Hallo. Hello? Good morning, sir. How are you this glorious day? Okay. Hey, who is that? Who keeps calling? I don't know. Who is this? Thank you for asking, young man. My name is Derek,
and I'm a proud member of the Universal Uprising Church. I'd love to tell you and your family about Jesus, our righteous Lord and Savior. Our church just wants you and your loved ones to share the Holy Spirit. Spirit? We're just watching the game. Well, always remember that our Lord is watching out for you. By the way, is your mother or father available to speak? Well, I have to ask first. Chris, who the hell are you talking to? Nobody, Dad. Jesus is... Tschüss. Gut, Telefonnummer. Ansehen. Chris, these are the most important numbers for you on this list. Oh, yeah. Cool story, Dad. Papas Pizzeria, Reynolds und Papas Handy. Okay, dann haben wir hier unten noch die Recyclingtonne. I could pick up all the beer cans so we could recycle. Könntest du machen. Da ist noch der Einkaufszettel. Ich möchte mir bitte den Einkaufszettel angucken. Ansehen. Ooh, Dad's going shopping. Zucker, Papier, Batterien, Kaffee, Bier, Milch, Barbecue-Chips. Und wir fügen mal Eiscreme hinzu. Immerhin sind wir ein kleiner Superheldenjunge. What do we need? Dringend Eiscreme. Definitiv. Fällt auch gar nicht auf. Es fällt auch gar nicht auf. So. Wir machen mal die Käsenudeln für den Papa. So. Zubereiten. Oh, lecker Mac and Cheese. Beginning countdown to launch. 5, 4, 3, 2, 1. Beep. 2 Minuten. Mikrowelle mit E. Strahlen. Fry. Big. Dunkle Tür. Schmutzige Wäsche. Ansehen. Ew, these clothes even smell dirty. Dann stell in die Waschmaschine damit. In die Waschmaschine. Now you will learn your lesson and stay clean. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber warum nicht? Versuch's. So, wir brauchen Waschmittel. Oh, Weihnachtsschmuck. Dad doesn't want a set of Christmas decorations yet. Makes him sick of all. Was wohl passiert ist? Ich will's immer noch, bin ich mir nicht sicher, ob ich's wissen will. I hope I set this right. Ach, bestimmt. Die dunkle Tür. Nee, wir gucken erstmal. Oh God, I hate going in there. Ist das die Kellertür? Machen wir gleich, weil die Nudeln sind, glaube ich, gleich fertig. Oh, that's nice, Chris. You're better than a housekeeper. Just don't ask for a raise. Toll. Du bist besser als eine Putze. Danke, Papa. Nett von dir. Okay, das hatten wir ja schon. So, wie lange noch? 24 Sekunden. Dann gucken wir mal hier drüben, was wir hier noch gucken können. Laptop. Ansehen. Dad is too busy to care if I go online. Na dann.